Ich bin im Rio Sarapuí auf Tauchtour. Vor mir ein großer Cichlide, der aufgeregt hin und her schwimmt. Auch dieser Buntbarsch wurde in der Vergangenheit immer wieder umbenannt. Man kannte ihn lange als Tomozichla oder Teraps und der Woody. Der kräftige, bis zu 30 cm groß werdende Buntbarsch ist ein Fisch strömender Gewässer. Ich ziehe mich ein wenig zurück und sehe, wie der Fisch Stellung bezieht. Jetzt ist es nicht mehr zu übersehen. Der Cichlide steht an seinem Gelege. So ganz scheint mir das Buntbarschweibchen nicht zu trauen, aber es verlässt jetzt auch nur noch ganz kurzzeitig seinen Platz bei den Eiern. Es schwimmt kurz etwas nach vorn gegen die Strömung, um sich dann vom Wasser wieder über seinen Laichstein treiben zu lassen. Die Eier sind für einen Offenbrüter recht auffällig und groß. Andererseits ist die Eizahl für einen so großen Fisch recht klein. Überschlagsweise komme ich auf etwa 400 Eier, aber Sie können gerne genauer auszählen. Die vorbeitreibenden Trübteilchen lassen erkennen, dass die Strömung hier doch recht stark ist. Im Aquarium ist die Haltung des großen, strömungsliebenden Cichliden daher nicht unkompliziert.